Ja, schönen Vormittag von unserer Seite und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Sonntag gegen die WSG Tirol. Anpfiff in der Generale Arena ist um 17 Uhr. Bevor wir allerdings zu diesem Spiel kommen, machen wir noch einen Schritt bzw. sogar zwei Schritte zurück. Denn wir müssen Entschuldigung sagen, wir müssen Sorry sagen beim ersten Heimspiel gegen Breiterblick vergangenen Donnerstag vorige Woche. Hat es ja Probleme gegeben bei den Kiosken. Es war etwas zu wenig Personal unterwegs. Es waren Getränkeengpässe und unser Vorstand Gerd Grisch hat dazu ja auch in einem offenen Brief an alle schon Stellung bezogen. Gut, das war natürlich noch nicht alles, sondern wir haben das Gespräch mit unserem Gastronomiepartner gesucht und da gibt es bereits die ersten Maßnahmen, die jetzt beim Heimspiel gegen die WSG Tirol bereits schlagend werden. Erstens, es werden alle vorhandenen Kioske geöffnet. Es wird extra Personal angefordert, das auch entsprechende Kioskerfahrung hat, damit die Abläufe schneller funktionieren. Es kommt zusätzliches Personal, das möglicherweise schon auch auf den Tribünen verkaufen kann. Das ist aber leider noch nicht fix. Und es gibt eine bessere Vorbereitung und Schulung aller, die im Stadion tätig sind. Es ist uns natürlich ein besonderes Anliegen, damit das Stadionerlebnis für den Besucher ein besonderes wird und so einfach wie möglich. Wir haben ja auch gesagt, wir haben die Essenswünsche an die Wünsche, das Essensangebot, an die Wünsche der Besucher angepasst. Und ja, noch einmal, wie gesagt, wir sagen sorry und es gibt natürlich die vielleicht bedeutendste Auswirkung für alle. Wir haben 1+1 Getränk gratis am Sonntag bis zum Anpfiff im Stadion an allen Kiosken. Das heißt, ich kann ein Bier, ein Mineral, ich kann aber auch frei kombinieren, ich kann auch ein Bier und ein Softdrink kombinieren, zwei Softdrinks etc. Es ist alles möglich. Wir wollen damit, wie gesagt, etwas Entschuldigung sagen und hoffen und freuen uns auf einen reibungslosen Ablauf diesmal an den Kiosken. Eine weitere Besonderheit ist, vielleicht darf ich das zeigen hier, dieses Bier. Wir haben gemeinsam mit unserem Partner Brauunion das Schwechater Jubiläumsbock am Sonntag hier im Shop. 110 Jahre Austria Wien, Schwechater, unser Partner, ja seit 55 Jahren auch bei uns als Sponsor tätig. Und damals war ja das berühmte Bierseidel auch das erste Logo, das ein Fußballclub in Europa getragen hat. Und wir haben uns da mit den Verantwortlichen, wurde sich zusammengesetzt und ein ganz ein spezielles Bier, ein Bockbier eben gebraut. Österreicher und das Bier ist ja bekanntermaßen immer eine ganz eine besondere Beziehung. Am Sonntag wird es dieses Bier bei uns im Shop allerdings nur, natürlich eine Flasche darf man nicht im Stadion haben, zu kaufen geben. Dass die limitierte Auflage dieser 0,75 Liter Flasche kostet 5,90 Euro. Ja, es gibt auch im Shop, kann man sich gleich eindecken, auch wieder unseren Matchtag-Stil. Diesmal den ganzen Sonntag online und im Shop den Gartenzwerg statt 30 Euro um 19,11 Euro. Da es das erste Bundesliga-Heimspiel der Saison ist, natürlich wird es auch wieder einen regen Zuspruch und Zulauf an den Kassen geben. Viele Leute werden sich noch das Saison-Abo holen. Wir haben ja heuer besonders günstige Preise auch für Kinder etc. und Familien. Und die Nachfrage nach Karten wird groß sein. Wir haben wieder alle möglichen Stellen geöffnet rund ums Stadion. An 7 Kassen wird es das Abo zu kaufen geben. Ab 15 Uhr und ab 14 Uhr kann man sich auch im Fanshop bereits Jahres- und Tageskarten besorgen. Der wichtige Hinweis auch in Zeiten wie diesen, sind wir das ja eh schon gewöhnt, die 3G-Regelung zählt auch wieder am Sonntag. Das heißt, geimpft, getestet oder genesen, das wird auch bei den Eingängen kontrolliert. Bitte auch nicht auf Lichtbildausweise vergessen. Die Sportsbar hat wieder geöffnet. Auch dort kann man sich bereits vor dem Spiel mit Essen und Trinken verpflegen. Dort bitte allerdings ist diese Getränke-Sonderaktion von 1+1 ausgenommen. Und nochmal der Hinweis auch immer vor der Saison auch ganz wichtig. An den Kiosken kann man nur bargeldlos zahlen und damit das Infektionsrisiko auch weiter eingeschränkt wird, gibt es auch nach dem Covid-Präventionskonzept keine Möglichkeit im Stadion
Bargeld gegen eine Prepaid-Karte umzutauschen. Der Kindergarten hat auch wieder geöffnet. Ab 15 Uhr kann man dort sozusagen die Kinder in Obhut geben. Das war's von meiner Seite von den organisatorischen Sachen. Ich darf jetzt an den Manuel Ortlechner, unseren Sportdirektor, das Wort weiterreichen. Manuel, die Mannschaft ist ja erst um 6 Uhr aus Island zurückgekommen. In Wien hatte hier schon Training. Ich denke, du hast wahrscheinlich kaum ein Auge zumachen können. Ja, vielleicht kurz. Wie geht es dir am Tag nach dem Spiel, beziehungsweise was sind die Schlüsse und die Aussichten für Sonntag? Bitte, Manuel. Danke, Christoph. Ja, ich habe auch natürlich wenig geschlafen. Wir sind müde angekommen, enttäuscht angekommen. Warum ich hier sitze, ist auch klar. Die Spieler sollten eigentlich jetzt hoffentlich irgendwo schon die Augen zu haben und versuchen auch zu schlafen und bestmöglich regenerieren Richtung Sonntag. Das ist ja auch ein wichtiger Faktor, wenn du so eine kurze Dauer zwischen den Spielen hast, dass wir zum einen körperlich und fast noch wichtiger wahrscheinlich wieder aufgrund auch des Ausscheidens auch mental wieder auf der Höhe zu sein und match-ready zu sein am Sonntag. Das gestrige Spiel, ich denke, wir sind völlig verdient auch ausgeschieden. Wir wollen auch hier überhaupt nichts schönreden. Man hat in vielen Belangen gesehen, dass das unterm Strich einfach verdient auch nicht ausgegangen ist. Wir haben versucht, viele Dinge zu korrigieren nach dem Hinspiel. Das ist uns in der Form, in der wir es erwartet hätten, vielleicht erst dann so ab der 60. Minute gelungen, aber die ersten 60 Minuten waren dann, oder die erste Halbzeit, nicht das, was wir uns gewünscht hätten. Und dann hat man gemerkt, wenn wir dann versuchen, auch Druck aufzubauen, dann wäre es fast sogar noch gelungen. Aber die Wahrheit ist, dass wir eigentlich in der Form auch verdient ausgeschieden sind und jetzt auf die anderen Aufgaben fokussieren und konzentrieren sollten. Wichtig ist natürlich schon auch für uns, dass wir, ich denke, sehr, sehr viele Aufschlüsse erhalten haben, wieder auch über den Zustand der Mannschaft, wo wir gerade stehen, was noch zu tun ist. Also ich glaube, es hat uns mehr Aufschlüsse oder Antworten gegeben, als wir offene Fragen gelassen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ich bin auch sehr froh, wie sie dann die Mannschaft dann auch am Flughafen präsentiert hat, wie die Jungs dann auch im Diskurs mit uns, wie wir da, denke ich, auch diese Zeit dann genutzt haben, wie wir auf die Flugerlaubnis gewartet haben. Ein wichtiger Prozess, wie ich finde, wie man dann mit so einer sportlichen Niederlage auch umgeht, dass man auch nicht jetzt die Gegner, das nicht auf den Gegner schiebt oder auf Mitspieler, sondern dass jeder sehr selbstkritisch war. Ich glaube, das ist einmal ein ganz guter Schritt auch generell. Und jetzt schauen wir, dass wir die Heimpremiere in der Liga am Sonntag bestmöglich natürlich absolvieren. Bin auch schon gespannt, mit welchem Personal. Es weiß man nach so einem Spiel dann natürlich auch schwierig, weil der ein oder andere auch ein bisschen angeschlagen auch war und wird auch das morgige Training eher Aufschluss geben, dann mit welchem Personal wir dann auch am Sonntag reinstarten können. Aber ich bin schon der Meinung, dass auch die Mannschaft sich wieder von einer anderen Seite präsentieren will, weil die ersten 4 Spiele haben schon gezeigt, dass sie nach wie vor sehr volatil auch ist in den Leistungen und dass die Stabilität auch noch etwas fehlt. Aber um ehrlich zu sein, das überrascht jetzt mich nicht so wirklich. Es war auch zu erwarten, dass die Mannschaft auch noch brauchen wird und wurde auch immer wieder mal angesprochen haben, die Richtung Erwartungshaltung ist, was darf man erwarten? Also ich denke mal, so richtige Einschätzung des Saisonstarts würde ich eher so nach 5 bis 7 Spielen machen. Es ist mir noch ein bisschen zu früh. Und dann schauen wir weiter. Aber ich bin jetzt nicht irgendwie verwundert über das. Wir hätten uns schon viel mehr erwartet natürlich, weil wenn du da reingehst in so einen Bewerb, willst du längst möglich dabei sein. Aber die Wahrheit ist, wir müssen es so zur Kenntnis nehmen, dass wir noch nicht so weit waren. Dankeschön, Manuel. Ja, Cheftrainer Manfred Schmidt. Manfred, ich darf auch dich bitten. Mani hat es angesprochen, mögliche Veränderungen im Kader aufgrund von Blessuren. Also es bleibt dabei, glaube ich, Patrick Wimmer hat nach wie vor Probleme in seinem Sprunggelenk. Philipp Antowski wartet noch auf die Spielgenehmigung. Und Marvin Martins hat ja auch gestern bereits passen müssen wegen Problemen bei den Adduktoren. Gibt es weitere Spieler, wo es kleine Fragezeichen gibt? Marvin Martins, muss man schauen, wie sich das entwickelt bis morgen. Kann sein, dass er einsatzfähig ist. Im Moment sieht es nicht so aus. Wir sind gerade aus dem Flieger gestiegen. Das ist natürlich schwierig zu sagen, wer morgen fit ist. Also morgen 16 Uhr werde ich wahrscheinlich mehr wissen. Also da geht es darum, welche Spieler einsatzfähig sind, welche körperlich fit sind. Das wird sich dann morgen erst entscheiden, aber sonst gibt es eigentlich keine News zu verletzten Spielern. Gröbere Verletzungen dürften jetzt keine passiert sein. Dankeschön, meine Herren. So, wie gewohnt, bitte um Handzeichen. Ich komme mit dem Mikro.
Peter Glöbel von der Kronenzeitung beginnt. Manuel, das Wort Selbstkritik, das du gesagt hast, kann man da mal definieren, was die Spieler dann sich selbst kritisiert haben und gleich erklären, warum sie es eigentlich erst im Nachhinein draufgekommen sind, was zu kritisieren war? Also ich denke, für einen Leistungssportler ist es schon wichtig, dass man kritisch mit sich umgeht, weil ansonsten, glaube ich, hast du auch in dem Sport nichts verloren. Ich habe eher damit gemeint, dass man einfach auch gesehen hat, wo noch Luft nach oben ist. Und das kann man von sich reden oder nicht. Und das habe ich damit gemeint, dass das die Spieler gar nicht gemacht haben, sondern ich bin der Meinung, wenn du so internationale Spiele bestreitest, dann siehst du auch, was passiert in anderen Ländern. Und jetzt kann man natürlich sagen, Island findet auf der Weltkarte nicht statt. Das stimmt auch nicht mehr so wirklich. Also wir haben schon gewusst, dass wir da auf eine sehr technisch starke Mannschaft treffen. Eine Mannschaft, die, glaube ich, 15 Bewerbsspiele in den Füßen hatte, die einen sehr selbstsicheren Auftritt hatte, egal ob defensiv oder offensiv. Also die haben das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das haben wir auch so gewusst und erwartet. Aber jeder einzelne Spieler muss dann trotzdem auch hergehen, und das wissen wir auch, und das hat mir dann trotzdem positiv gestimmt zu sehen, wo hat jeder einzelne Luft nach oben, speziell im internationalen Vergleich dann auch. Und da ist auch Selbstkritik gefragt, man muss jetzt nicht alles hinterfragen, aber mir hat das schon gefallen, dass die Jungs dann gesehen haben, oh, hoppala, da gibt es noch Nachholbedarf. Und es hat natürlich schon auch mit der gewissen Erwartungshaltung zu tun, weil die große Frage ist schon, was darf man erwarten oder was darf man nicht erwarten? Das ist das Hauptthema, denke ich, momentan jetzt auch, oder jetzt schon seit Längerem bei der Austria. Weil auch jetzt der Vorgänger, ich meine jetzt den Trainer oder auch ich in meiner alten Funktion, wir haben das, glaube ich, schon auch ganz gut auch immer wieder eingeschätzt, wo wir die Mannschaft auch so sehen, und da hat sich jetzt in meiner Wahrnehmung jetzt nicht großartig was verändert. Nur weil jetzt der Manfred Schmidt und der Manuel Ortlechner hier sitzen, ist es nicht davon auszugehen, dass wir heuer Red Bull Salzburg Haxl stellen werden. Das wäre vermessen. Und auch die Möglichkeiten, die wir hier vorfinden, jetzt auch finanzieller Natur. Ich weiß, das muss halt, ich rufe es noch in Erinnerung. Vor ein paar Wochen hat man um die Lizenz gezittert. Also, weil ja auch immer wieder die Frage gestellt, nach Neuverpflichtungen. Die Frage kommt ja auch immer wieder. Hat ja auch mit den Ressourcen zu tun. Ich glaube, die Frage wäre gerade gekommen. Irgendwie ist das, glaube ich, gefühlt die spannendste Frage für alle, wie viele Neuzugänge noch kommen. Weil das ja irgendwo auch immer wieder implementiert. Wie viel Vertrauen hat man in den aktuellen Kader? Und das kann ich auch von weg sagen, mit den Möglichkeiten, die wir haben, sind wir nicht unzufrieden. Kommt die Frage trotzdem? Okay, das wäre die Frage gewesen, ob der Kader zu klein ist. Frage an den Trainer, was wurde heute noch trainiert? Unmittelbar nach der Ankunft gab es noch ein Training, ein bisschen Regenerationstraining? Ja klar, also wir wollten das Spiel und den Flug aus den Beinen bekommen. Das heißt, wir haben ein bisschen aktiviert, ausrollen, Fahrrad fahren, Sauna sind ein paar gegangen, Kaltwasserbecken, also all die Dinge, die man zur Regeneration macht, ein bisschen ausdehnen. Und jetzt sind die Spieler schlafen gegangen. Weitere Fragen, Peter Glöbel von der Kronenzeitung wieder. Ich meine, wir sind ja alle schon lang genug dabei. Und ich mag ja nicht glauben, dass ein Spieler in ein Fußballspiel geht und nicht will. Woran lag dann diese ersten 45 Minuten? Es muss ja eine Erklärung geben, wieso das wirklich... Nehmen wir es desaströs war. Also, wenn ich darf, es gibt uns auch intern noch Aufgaben und auch irgendwo, ich würde nicht sagen Rätsel, aber wir überlegen ja auch natürlich, warum das eigentlich unter der Woche oder auch in der Vorbereitung, und da sind wir uns ja wirklich einig, immer anders aussah, dann, als wie wenn der Anpfiff kam. Und dann aber in Phasen, wenn sich der Druck jetzt von außen erhöht hat, dann hat die Mannschaft trotzdem performt. Warum nicht von Start weg jedes Mal, dann, um sich das Leben auch leichter zu machen, warum nicht vom Beginn weg so eine Leistung abzurufen? Das ist ja genau das, was ich eingangs erwähnt habe. Da müssen die Spieler auch dann so selbstkritisch sein. Warum erst dann so wirklich dann beginnt, sich anders zu präsentieren, wenn man ein bisschen auch mit dem, wie soll ich sagen, wenn das Wasser auch Richtung Hals dann schon steigt. Naja, aber wenn ich jetzt die Spiele vergleiche, war es ja ein Ritt so, dass wir da richtig gut reingestartet sind. Also es war ja nicht die erste Hälfte. Ja, klar. Aber in Ried würde ich mal so sagen, da war es ja so, dass wir gut reingestartet sind, relativ sicheres Passspiel hatten. Kann man über den Gegner dann diskutieren. Das waren natürlich zwei unterschiedliche Gegner. Aber ich glaube, dass, so wie es im Ried war, nach der Pause das erste Tor, dass das schon Wirkungstreffer bei unserer Mannschaft sind und dass sie dann Probleme haben, ihr Spiel durchzuziehen, dass sie unsicher geworden sind. Das war jetzt genauso am Beginn des Spiels. Wir hatten eine gute Aktion über den Benny Bichler
und dann bekommst ein Tor, das du so im Leben nie bekommen darfst. Da fehlt komplett der Zugriff, es fehlt die Zuordnung im Zentrum. Ja, und dann sind sie irgendwie wieder unsicher geworden, haben Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein verloren und deswegen glaube ich auch, dass das mit reinspielt. Aber ich habe es auch in meinen Interviews nach dem Spiel gesagt. Also was mir ein bisschen gefehlt hat, waren diese Basics und die werde ich wieder verlangen. Das heißt, diese Aggressivität, diese und so wie du auch gesagt hast, ich spreche den Spielern nicht ab, dass sie das wollten. Aber im Spiel hat man das nicht so gesehen bei den einen oder anderen und das werde ich mit ihnen analysieren. Wir werden morgen die erste Hälfte ganz besonders analysieren und Dinge ansprechen, die uns nicht gefallen haben intern. Aber da geht es jetzt nicht darum, irgendwie auf die Mannschaft draufzuschlagen oder auf einen einzelnen Spieler draufzuschlagen, sondern es soll auch darum gehen, wie können wir der Mannschaft helfen. Also ich bin ja dazu da, dass ich den Spielern am Platz Lösungen biete. Und das versuche ich wieder. Es hat lange Zeit in der Vorbereitung immer gut geklappt. Also die Trainings waren gut, die Aggressivität war da. Und dann gibt es so gewisse Momente, wo die Mannschaft dann in ein Muster verfällt, das man aber schon früher gekannt hat von Austria Wien, also meiner Meinung nach. Und daran müssen wir arbeiten. Liegt es an den Spielern? Liegt es an gewissen Situationen, an Negativerlebnissen? Und das wird für uns wichtig sein, dass wir das bearbeiten und den Spielern helfen, dass das eine schwierige Situation ist. Ich glaube, das habe ich immer wieder betont. Und ja, da müssen wir durch. Es wird ja für euch genauso rätselhaft sein, weil in Wahrheit sind gestern 8 Spieler in der Startelf gestanden, die noch vor 2 Monaten Wolfsburg und Hartberg super gespielt haben. Es ist ja nicht so, dass man sagt, komplett neu ist alles. Ja, es ist richtig. Also es ist nicht so, dass wir das nicht wissen. Es sind aber auch viele Abgänge gewesen und man sieht auch, dass gewisse Abläufe noch nicht stimmen und so wie ich es gesagt habe, es sind immer wieder so kleine Momente, wo die Mannschaft dann in sich zerfällt und lange Zeit braucht, dass sie sich erholt. Weitere Fragen bitte. Stefan Oellerer von Önews. Was aufgefallen ist bei den letzten 3 Spielen, für mich zumindest, jedes Mal, wenn die Wiener Austria ein Tor bekommt, dann zerfällt das Gefüge. Wieso ist das so? Ja, das ist ja das, was ich gerade angesprochen habe. Ne? Das ist so, bei uns sind das so richtige Wirkungstreffer. Also es ist vielleicht ist es eine mentale Geschichte, weiß ich nicht, aber vielleicht, es liegt wahrscheinlich daran, dass wir Erfolgserlebnis brauchen werden und das so schnell wie möglich und am besten vielleicht am Sonntag, dann kann es von eins auf andere Mal umschlagen und besser werden. Also wir müssen geduldig sein, wir müssen der Mannschaft die Zeit geben und wie gesagt, ich werde alles tun, dass ich ihnen helfen kann. Thomas Schrenk von der APA. Hallo. Um auch nicht über Neuzugänge zu sprechen, sondern über Spieler, die schon da sind. Jetzt hat man gestern 2-mal gewechselt, 1-mal in der Nachspielzeit erst. Und ein Blick auf die Bank hat gezeigt, dass halt in erster Linie junge Spieler dabei sind, die halt sehr wenig Erfahrung in der Bundesliga auch haben. Ist es so, dass die Spieler dann, dass man sagt, die sind vielleicht jetzt noch nicht bereit dazu, dass sie jetzt vielleicht länger mal spielen oder dass man, wenn es, also es hat so gewirkt, wie wenn Es hat nicht gerannt, aber man hat jetzt trotzdem nicht auf sie zurückgreifen können, weil sie vielleicht noch unerfahren sind? Oder? Also natürlich ist die Kaderzusammenstellung so, nach den Möglichkeiten, die wir haben, das haben wir ja nie verheimlicht, aber gestern war ja das Spiel so, dass in der ersten Hälfte, dass wir große Probleme hatten und dann in der zweiten Hälfte das Spiel besser wurde, dass wir zu Chancen gekommen sind, dass wir offensiv besser wurden. Wenn wir ein bisschen Glück haben, schaffen wir noch einen Ausgleich und sitzen wir vielleicht anders hier. Aber wenn man auf die Bank gesehen hat, waren da einige Defensivspieler auf der Bank und deswegen auch keine Wechsel. Und deswegen haben wir auch gewartet. Aber ich scheue mich nicht davor, junge Spieler einzusetzen, sie ins kalte Wasser zu werfen. Aber gestern war nicht der Zeitpunkt dafür. Peter Ullmann vom Pressedienst. Jetzt gibt es einen neuen Stürmer mit Ohio. Ist der erstens schon ein Thema für dieses Wochenende? Und dann wollte ich fragen, ob der nach Spielweise nach, in welche Art von Spielweise er hat, beziehungsweise inwieweit er in die Mannschaft passt. Okay. Ja gut, wir haben ihn geholt, damit er in die Mannschaft passen sollte. Grundsätzlich ist es möglich, dass er am Sonntag zum Einsatz kommen könnte, weil er heute die Spielgenehmigung bekommt, soweit ich weiß.
Von der Spielanlage ist es ein extrem schneller Spieler, ein torgefährlicher Spieler, so vor dem Tor extrem gut. Aber dem muss man Zeit geben, der ist 18 Jahre, der muss sich entwickeln. Aber wir schauen sich das jetzt in den Trainings an, wie er sich verhält und wie weit er schon ist. Und dann werden wir entscheiden, ob er vielleicht sogar dabei ist. Gibt es noch weitere Fragen? Stefan Oellerer von Önews möchte wieder. Bitte. Am Sonntag gegen die WSG. Tirol war in der letzten Meisterschaft eher ein unangenehmer Gegner zu bespielen. Was wird man da ändern oder was werden Sie der Mannschaft mitgeben, damit es positiver wird? Ich glaube, angenehme Gegner gibt es in der Liga gar keinen. Also ich kenne keinen. Was ich der Mannschaft mitgebe, ich glaube, wir sind einfach gut beraten, sich auf uns zu konzentrieren. Also ich glaube, wir haben viele Themen und Baustellen zu bearbeiten in unserer Mannschaft, auf die wir uns konzentrieren müssen. Wir müssen als Mannschaft agieren, wir müssen gemeinsam arbeiten und so auftreten. Dann bin ich überzeugt davon, dass es am Sonntag besser aussieht. Thomas Schrenk von der APA möchte noch einmal. Ich habe nur eine Nachfrage, weil es über die Erwartungshaltung vorgesprochen worden ist und dass Salzburg eh außer Reichweite ist, liegt eh auf der Hand. Aber was ist denn jetzt eigentlich so? Was ist denn so das Ziel, das man jetzt hat, das vielleicht bis zur Winterpause oder sowas erreicht werden sollte? Weil wenn es ist bei den Fans zum Beispiel, der Insignia-Vertreter hat von Platz 2 bis 4 gesprochen, was ja ein bisschen hochgegriffen ist, sage ich jetzt einmal. Was ist denn das, deiner Warte, sein Ziel, was man so fassen kann? Also jeder Sponsor kann sich äußern und seine Ziele auch kundtun. Ob er uns damit einen Gefallen tut, ist das mal dahingestellt. Die Frage ist ja fast davon selber beantwortet worden, dass Platz 2 bis Platz 4 zu hoch gegriffen ist. Höre ich raus da zwischen den Zeilen. Ich bin der Meinung, dass man primär im Vordergrund steht. Das hat man auch gestern sehr gut gesehen, nach den Ausführungen vom Trainer, dass er die Mannschaft auch einmal stabilisiert. Das ist das Hauptthema, denke ich, dass sie echt einmal stabilisiert, auch im Sinne von einem Gegentreffer einzufangen und dass sie trotzdem an sich selber glauben, an die Idee glauben. Und dann stellen sie auch die Ergebnisse anders ein und dann findet man sie vielleicht auch in einer Tabellenregion, wo wir auch zukünftig hinwollen. Dass ich jetzt da hier am Platz oder auch jetzt in den Wochen davor oder generell am Platz ausgebe, das kann ich nicht, weil ich kein Hellseher nicht bin. Keine Ahnung, wie sie die nächsten Wochen gestalten. Ich habe keine Ahnung, wie es personell auch weitergeht, weil wie man sieht, du holst eine Neuverpflichtung, wenn ich an den Marvin Martins denke und dann steht er uns jetzt, keine Ahnung, wie lange nicht zur Verfügung. Ich hoffe sehr rasch wieder. Wir haben einen sehr knappen Kader natürlich auch und er wäre auch ein Leistungsträger, als Leistungsträger vorgesehen. Somit ist es unglaublich schwer, auch Prognosen abzugeben. Aber wie ich vorher gesagt habe, mir geht es darum, ich glaube an den Kader, weil das war auch so ein Thema, dass viele Junge dabei sind. Ja, aber jeder Junge, der dabei ist, hat eine Berechtigung. Weil sonst wäre er nicht dabei. Wir haben auch jüngere Spieler weggeben. Aber die da sind, genießen unser vollstes Vertrauen. Und ich bin auch der Überzeugung, und das ist auch in Absprache natürlich auch mit dem Trainer, die kommen zu ihren Minuten. Und ich bin auch der Meinung, man muss da schon auch vorsichtig sein. Aber die haben alle das Zeug, die können schon schwimmen. Ich glaube, dass da jeder einen Freischwimmer hat von denen. Darum ist er auch hier. Gut, dann sagen wir Dankeschön für Ihr Interesse. Wünschen Ihnen noch einen schönen Nachmittag bzw. einen schönen Samstag und freuen uns am Sonntag auf Ihren Stadionbesuch. 17 Uhr geht es los, ein reichhaltiges Programm. Wir wünschen einen schönen Tag und bleiben Sie gesund.